Man merke sich, Rüstung macht einen wirklich, wirklich nahezu unzerstörbar. Jetzt auch durch dieses, also damals, als das eingeführt wurde, dass die Rüstungen nicht mehr an Rüstungsschutz abnehmen, wenn man sie benutzt. Also dieses Update hat die Rüstungen wirklich ultimativ gut gemacht, weil vorher hatte man am Anfang kein Thema, kein Problem. Da war man stark genug, um alles eigentlich abzuhalten. Und dann wurde das ja immer weniger und weniger und das ging rapide mit dem Schutz bergab. Und da wäre ich jetzt im Endeffekt, hätte ich glaube ich nur noch zwei oder drei Punkte gehabt, nach den ganzen Kämpfen hier. Und da ist man jetzt im Endeffekt wirklich ziemlich, ziemlich OP, möchte ich fast sagen, wenn man eine Rüstung anhat. Wobei dieser Begriff OP, ich mag den eigentlich nicht mehr so gerne. Also muss ich sagen, der wird immer so leichtfertig verwendet von vielen Leuten. Gerade wenn man, je nachdem, was für ein Spiel man spielt, sobald da einer am Verlieren ist, wird direkt geschrien, OP, OP, du hast OP oder Noob oder sonst irgendwas. Und ich finde das irgendwie immer ein bisschen, ja, ich weiß es nicht. Also ich mag es eigentlich nicht, also diesen Begriff. Aber man ertappt sich halt eben immer mal wieder selber, dass man es sagt, obwohl man ihn eigentlich überhaupt nicht mag, den Begriff. So. Sag mal ihn hier. Lava. Also hier die Höhle haben wir erkundet. Hier sind wir auch gewesen. Was haben wir? Ach, da unten. Da unten könnte ich noch hingehen, glaube ich. Da müsste eigentlich unser Spawner sein, ja. Den wir gefunden haben. Und als wir hier rüber gegangen sind, sind uns hier die ganze Zeit die Viecher auf den Kopf gesprungen. Dann mal erstmal hier rüber. Unten stehen auch schon Fackeln von mir. Dann sind das hier jetzt auch mal ausnahmsweise keine großartigen Baufolgen, sondern wirklich mal ein bisschen Erkundung und so. Muss auch zwischendrin mal sein. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir arbeiten uns momentan so schnell nach vorne, dass ich ehrlich gesagt schon irgendwann mal am Ende meines Lateins bin und da weiß ich irgendwann nicht mehr, was ich machen soll und jo, dann tue ich jetzt erstmal ein bisschen erkunden und da hat man ein bisschen Fillerfolge, kann man fast sagen. Ich weiß, manchen wird es nicht passen, aber es gibt ja auch Leute, die gucken das hier ganz gerne, so Höhlenerkundungen und sowas. Lava. Ja, wieso ist denn da ein Cobblestone bei der Lava? Fließt da etwa noch Wasser? Gehen wir mal gucken. Oder sind wir da schon wieder an einem Punkt angelangt, wo jo, ich hab schon fast dazu gedacht.
Das ist wieder unsere Mine unten gewesen. Pilz. So. Ich habe ich ja eben ganz übersehen, du kleines blaues Schweinchen. Komm zu Papa. Ganz viele kleine blaue Schweinchen. Eieiei. Das hat sich ja richtig, richtig gelohnt. Dann kann ich mir wieder ganz viele Sägen machen und sie mein Dach sägen. Da brauche ich nämlich von diesen Sägen so viele, dass das schon nicht mehr feierlich ist. So, ich glaube, wir haben jetzt auch zwei Stacks Fackeln weitestgehend erledigt und waren jetzt hier auch einmal komplett rund gewesen. Ich glaube, wir machen jetzt hier in dieser Stelle auch mal Schluss mit der Höhlenerkundung und begeben uns nach draußen. So, müsste eigentlich hier rüber sein. Ich mich da täusche. Ja, täusche ich mich natürlich. Ein Skelett darf ich noch. Yay! Yeehaw! So. Skelett erlegt. Ach ja. Oh, Creeper, die können helfen, die Platte zu machen. Ach ja, hier wollte ich noch zeigen. Wie beschissen muss es denn sein? Wie viel Glück muss man denn haben? Dass hier mitten durch die Monsterfalle so einfach maledeites, dreckiges, kleines Stück Spalte geht. Also ich habe mich da tierisch drüber geärgert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich so derbst da geärgert. Okay, die Sprengkraft ist ja auch nicht unbedingt überragend, hä? Komm. Ja, genau, auf dem Dreck, da tust du am meisten wegsprengen. Also habe ich mich wirklich geärgert, weil eigentlich muss ich hier die komplette Front zubauen. Hier bei dieser Schlucht. Hier komplett zubauen und das geht bis unten runter. Und dann werde ich riesig viel Arbeit haben, um diesen blöden Spalte dazu zu pflastern. Das kotzt mich jetzt schon tierisch an. Aber man kann ja nichts gegen machen, das ist ja das Problem. Okay, wo ist meine Treppe? Oh, meine Treppe endet schon da. Da endet meine Treppe. Runter, runter.
Und da kommen wir ganz schnell wieder nach oben. Hippadi, hippada, bam, badam, badam, hopsasa. Schwupp, schwupp, schwupp. Und da können wir jetzt, glaube ich, auch die letzten 9 Brote vertilgen. Nicht ganz, aber wenigstens. Okay, jetzt schauen wir uns mal an. Die Höhlenerkundung war ja jetzt eine gewisse Zeit gewesen. Und jetzt schauen wir uns mal hinten an, wie fleißig denn unsere Holzfabrik war. Und da werden wir feststellen, sie arbeitet extremst effektiv. Also wer sich Stadt nachbauen will, der braucht die Lasermod und die Power Mod. Und wir sehen, haben wir schon wieder mal 9 Stacks, komplette Stacks Holz geerntet. Und ja. Headshot. Und Stufe 13. So, wir haben auch genug Ressourcen, das heißt, wir bauen uns jetzt mal einen Schrein. Ein Schrein, aber zuerst mal tun wir mal hier ein bisschen einsortieren. Der Lapislazuli kommt dort rein. Ist die Kiste leer? Ach, Tatsache, ey. Wahnsinn, die Kiste ist leer. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die schon leer ist. Und wie viel haben wir? Oh, 64 und 22. Sobald ich ein Update gefahren habe, ein spezielles, hier von der Red Power Mod, dann werden wir auch uns ganz intensiv werden wir noch einen Table bauen, einen speziellen. Das ist wirklich nicht besonders viel hier. Noch ein 64er Stack Redstone und noch ein 62er Stack, also ich werde dann nochmal Redstone farmen müssen, unten in meiner Mine. Na komm, das hier schmeißen wir direkt mal hier rein. Ey. Da und da. Sand, Sandstein. Gut. So. Das, das, das. Das, 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 das. Das behalte ich mal. Ach. So, das kann sortiert werden. Bum, bum. Eisen. Das kommt da oben rein. Was haben wir denn noch, was wir nicht brauchen können? Man könnte jetzt auch sagen, okay, ich zeige das jetzt einfach mal, man nimmt sich ein Holz und man kann fast aus Holz wirklich 1 zu 1 hier Scrap draus machen, weil 14 Holzsticks werden ja auch zu Scrap. Also wenn man mal wirklich einen Holzüberschuss noch und nöcher hat, kann man tatsächlich hier mit diesen Sticks ganz viel Scrap produzieren. Oh, ich probiere das jetzt noch mal hier, was wir bekommen. So.
9 Boxen. Uiuiuiuiui. Wow. Das brauchen wir auf keinen Fall. Das brauchen wir auch nicht. Der Kuchen ist schön. Das brauchen wir nicht. Ach, den Krabbel kann ich eigentlich schon direkt da reinflammern. Aber wir sehen hier, Kuchen haben wir gekriegt. Der ist ja schon mal gut. Also das finde ich jetzt gut. Kuchen ist in Ordnung. Also das hat auf jeden Fall was. So, jetzt gehen wir einmal schnell. Ach Moment, dafür brauche ich noch was. Und zwar dich brauche ich. Unser Getreidefeld abernten, damit wir auch wieder was für den Recycler haben. Ach du Heiland, ey. Das hier ist auch so eine Monsterbäumchen. Oh, der ist noch gar nicht richtig voll. Naja, aber du kommst mal hier rein. Gut, da oben sind wir fleißig dran. Da hinten sind wir fleißig dran. Das haben wir fertig. Das haben wir. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn wir uns ein Enchantment Table machen, brauchen wir auch Bücher. Bücherregale. Wir haben aber gar keine Bambusfarben, denke ich gerade. Ui. Hab ich denn überhaupt Bambus? Denke ich gerade, habe ich mir keinen Bambus gegeben damals. Ich habe mir tatsächlich damals keinen Bambus gegeben. Aber Bambus finden wir ja überall. Den werde ich jetzt aber auch nicht suchen. Den suche ich mir ein anderes Mal. Als erstes tun wir uns mal jetzt hin und probieren mal aus. Zack, zack. Ach nein, wir bräuchten ja, um ein Table zu bauen, Bambus. Ah, Mann. So, auf solche Probleme muss man mal kommen. Okay. Bambus. Habe ich irgendwo Bambus gesehen? Man tut sich ja doch immer wieder reinlegen. Man denkt an alles. Man tut wochenlang planen und machen und tun. Und woran hängt's? Am Bambus. Dann vergisst man dann komplett. Ah, kurzes Lag, Moment. So, ich habe die Aufnahme einfach gestoppt und nochmal neu gemacht, damit wir... Was macht denn da der Creeper? Komisch. So, damit wir wieder synchron sind mit unserem Audio. Was macht denn da der Creeper? Schauen wir mal, ob wir Bambus hier irgendwo finden. Ich brauche ja nicht viel, ich brauche nur ein bisschen. Aber das sieht schlecht aus. Ich glaube, in Nadelwäldern sieht es sowieso schlecht aus, Bambus zu finden.